Einen wunderschönen, da bin ich schon mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Vor-Unboxing. Diesmal ein Vor-Unboxing der etwas anderen Art, weil es ist schon offen. Nein, es ist nicht von mir aufgemacht worden. Ich habe mir das so abgeholt. Persönlich. Also richtig, menschlich. Ja, also nicht Post, persönlich. Und das wird jetzt hier, möchte ich euch unbedingt mal vorstellen, weil viele haben gefragt und ich möchte jetzt so aus dem privaten Rahmen jetzt noch ein bisschen was mit drin nehmen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal ein Vor-Unboxing der etwas anderen Art, weil es ist ja schon offen. Ich weiß auch schon, was drin ist, weil ich habe das ja mit ihm zusammengepackt. Da erstmal ganz liebe Grüße hin. Die Karten packe ich erstmal aus, die zeige ich euch gleich. Ich hole erstmal hier alle raus und dann können wir das mal so in Ruhe durchgehen, was das ist. So, das ist die mittlere Größe. Das ist die große Größe und das ist Öl. So. Na, machen wir das jetzt so, dass es am besten... Machen wir mal so. So, und das habe ich von... Kann man es hier erkennen? Bartkultur.de. Doch, Bartkultur... Nee, Bartkultur.com. Bartkultur.com. Oder? Ja. Das ist so, das Bild seht ihr auch auf der Webseite. Und da unten steht, seht ihr das, bartkultur.com. Den Link werdet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung finden. Und dann haben wir hier noch eine coole Karte, die muss ich euch auch unbedingt zeigen. Das ist er, der nette Herr. Mach ich mal so. Und ich muss sagen, ich habe nämlich nach Bartprodukten geguckt im Netz und bin dann auf die Seite bartkultur.com drauf gestoßen und habe auf die Adresse geguckt und das war nicht mal so weit weg, das war zwei Orte weiter von mir und habe mit ihm halt Kontakt aufgenommen und er hat auch geantwortet und wir haben dann erstmal geschrieben und hat gesagt, ich bin dann und dann sowieso im Träumbrezen und dann haben wir uns einfach mal so einen Termin ausgemacht. Ich wollte eigentlich auch nur kurz hin, um das alle zu bequatschen und uns mal so kennenlernen, so wie die Harmonie und so ist. Ja, aus dem kurz kennenlernen sind dann etliche Stunden geworden. Also ein sehr sympathischer, netter Mann, muss ich auf jeden Fall echt mal sagen. Also da seht ihr nochmal. Ich bin reingekommen. Er hat so ein, ja, altümliche gekleidet, so wie man sich so damals gekleidet hat, auch mit Axt so um Hals und so, also so nicht eine richtige Axt. Diesen Anhänger, diesen Kettenanhänger kennt Leute, die mich kennen und die Musik hören, die ich höre. Ihr wisst, was ich meine, so ein Axtanhänger, den hat er umgehabt. Ja, und dann bin ich drin und da war ja der Juleleuchter war zu sehen und Irmensul war zu sehen, also als Leuchter und so. Ich habe mich gleich heimisch gefühlt. Ich fand mich gleich, oh, toll. Und wir haben auch gleich so ein Draht zueinander gehabt und haben sehr nett miteinander gequatscht. Und deswegen habe ich das jetzt schon alles mitgenommen. Und er hat gesagt, naja, soll ich dir das schicken? Sag ich, brauchst du, kannst du dir jetzt sparen. Wenn ich sowieso hier bin, kann ich es doch mitnehmen. Ja, weil du ja auch so Unboxing machst und so. Er hat gesagt, mach ich mal was anders. Wie gesagt, das sind sie. Die Sachen habe ich alle. Aber jetzt genug zur Webseite, genug zu ihm. Wirklich ein sehr netter, sehr sympathischer. Also wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt. Ich fahre auch demnächst jetzt wieder hin. Kaffee trinken. Ich habe einmal gekriegt, das hat er mir sehr empfohlen, Bart Tonic. Das nimmt er auch. Ja, das ist, soll sehr gut sein und ist im normalen Preisrahmen. Also nicht zu teuer, nicht zu billig. Ist sehr toll. Ich werde es auch gleich mal aufmachen und mal riechen. Machen wir mal eine Schnupperprobe. Ich werde auch die Tage mal zu meiner besten Freundin, dann muss sie den auch beurteilen. Riecht. Riecht irgendwie richtig was Zitronenmäßiges. Eukalyptus?
So ein bisschen leicht Erinnerung an mein Erkältungsbad. Made in Irland. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was meine beste Freundin sagt, ob es okay ist und ob mein Bart sich jetzt verändert. Ja, das ist Bartöl. Ja. Da macht er ein bisschen was in der Hand und macht das dann so schön im Bart einreiben und auch schön auf die Haut einreiben. Dann wird der Bart geschmeidig, schön weich. Also er hat auch wirklich einen schönen, richtigen Bart. Also nicht nur so ein bisschen was ich habe, sondern er hat einen Vollbart. Und dann auch bis hier, war, aber sehr gepflegt. Da haben wir das. Und dann habe ich hier noch drei Produkte. Das sind so Bart-Einsteiger-Sets. Einmal das normale, das kleine Paket, das mittlere Paket und das große Paket. Das große ist das Luxuspaket. Die sind hier noch alle zu. Die will ich jetzt auch nicht, hier ist so noch Klebestreifen drum und so, aber das ist auf. Das hat er mir mal erklärt und gezeigt, deswegen werde ich das jetzt hier schon euch mal vorher schon mal im Vor-Unboxing hier so kurz erläutern, was hier so drin ist. Ach, falsche Seite. Und dann werden wir uns das nochmal ganz genau in einem nächsten Video angucken, weil ich werde das jetzt sowieso benutzen. Und das ist ein Hingucker, den werde ich mir schön ins Badezimmer, der kann schön im Badezimmer stehen. Oh, hier steht so ja, Dr. Dittmeier. Dittmar. Made in Germany. Na, sowas ist Made in Germany, Leute. Ey, das ist doch... Sieht sehr schön aus und ich mag ja diese dunkle Holz sowieso. Und ich würde jetzt im Badezimmer landen. Immer griffbereit. Und da, also für Einsteiger, wenn ihr ein Bad haben wollt, wenn ihr einen Badsitz sucht, dann wäre sowas jetzt, und das sind halt die kleineren, werdet jetzt ideal für euch. Wir haben dann einmal einen Kamm von Dr. Dittmar, das ist ein breiterer Kamm, auch Naturbürsten. Dann haben wir noch einen Kamm hier drin, so einen kleinen schmalen Kamm, auch gebrandet mit dem Logo. Seht ihr das? Gebrandet mit dem Logo? Da, seht ihr das? Ja. So. Dann haben wir noch mit drin einmal Bartwichse. Nicht lachen, das steht wirklich so. Ach so, die original bayerische Bartwichse ist das. Die hatte ich noch nicht. Ich hatte immer nur die ungarische Bartwichse. Nicht wundern, dass das jetzt so komisch aussieht. Das ist nicht abgenuddelt oder so. Nein, das ist hier nochmal extra verpackt in so einer Tüte. Seht ihr das? Also das ist, ja. Das ist die echte bayerische Bartwichse. Seht ihr das? Original bayerische Bartwichse. Das haben wir mit bei. Dann haben wir Dr. Dittmar Original ungarische Bartwichse. Die original ungarische Bartwichse hier in so einem Typchen, in so einem Glasding. Farblos. Bayerische. Na, ich bin mal gespannt, wo der Unterschied zwischen der bayerischen, da werde ich mich mit ihm aber auch direkt nochmal kurz schließen. Wo der Unterschied zwischen bayerischer Bartwichse und ungarischer Bartwichse ist, weil ich kenne die ungarische, von der bayerischen habe ich schon gehört. In Amerika gibt es auch Bartwichse, das ist so ein buntes Ding, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich denke mal, das wird eher der Name sein, aber mehr auch nicht. Und dann haben wir eine Bartschere, das ist eine, ja, das ist die Bartschere, das ist hier halt abgerundet, dass wir uns nicht die Fresse aufschneiden. Die ist halt auch mit bei und die ist auch gebrandet mit Dr. Dittmar und Made in Germany. Die seht ihr jetzt ganz clean, aber es ist wirklich so. Das haben wir noch mit bei und kommt ja noch mehr. Dann haben wir noch einen Plastikkamm, einen kleinen, einen Plastikkamm mit Griff. Seht ihr das? Ja. So. Und Schachtel ist leer. Ja, also das ist doch toll, find ich. Ich werde die Schere, ja, die werden wir als erstes mal wieder drin machen. Wir gehen das jetzt mal samt so ganz nach und nach vor. So, dann haben wir die Plastikkämme, die sind jetzt für unterwegs gut, für Portemonnaie zum Beispiel, der kleine hier oder hinten für die Hosentasche oder so. Kann man den Kamm sich immer mal wieder rausholen und in den Bart stylen. Es sei denn, ihr benutzt... Hoppala.
Ihr benutzt ungarische oder bayerische Bartwichse, weil die Bartwichse, damit könnt ihr den Bart stylen, zusammendrehen und der bleibt dann so. Da ist dann mit Kämmen eher ungünstig. Das kann man dann unter Wasser ganz leicht wieder auswaschen. Ist für Barthaare sehr interessant. Und dann einfach wieder, so wenn es sich im Laufe des Tages mal ein bisschen aufdremelt, einfach wieder zugemacht und fertig ist. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier alles wieder schön rinkriegen. Dann haben wir noch einen schönen Kamm für zu Hause hier, auch aus Holz und echten Haar. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Und dann haben wir so hier natürlich noch einen dünnen Kamm. Auch sehr schön. Damit können wir dann auch schön unsere Barthaare pflegen. So, wo mache ich den jetzt hin? Den mache ich mal auf den Fußboden. Und den da oben drauf einfach. So. Und schon ist es zu. Und so landet es dann praktisch in der Badezimmer und ihr habt alle griffbereit. Später habt ihr ja keine Tüten drum. Ja, denn mit Tüten, ohne Tüten fristet natürlich bedeutend weniger. Und dann könnt ihr die Schatulle, könnt ihr auch eigentlich nur nehmen für eure Kämme und für die Bartwichse. Ja, dann fristet alles schon weniger Speicher weg. Speicher, bin ich bescheuert. Platz. Ja, und den könnt ihr die Bartwichse halt daneben stellen oder so. Aber finde ich top. Finde ich richtig, richtig top. Ich werde morgen, das erste, was ich morgen früh machen werde, ist das Bartöl nehmen. So, das machen wir nämlich morgen, mache ich die Videos. Heute nicht mehr, ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil mittlerweile ist es jetzt schon kurz vor 20 Uhr. Ich muss noch vorbereiten für Walking Dead und so was alles. Und dann wollen Onkel und ich ja heute noch Walking Dead angucken und danach Spoiler-TV machen für die O's. Und morgen mache ich dann das rauf. Ich werde ja gleich mal ein Video machen. Quatsch, ich mache das nicht alleine. Ich mache mit euch ein Video, wie ich mir das rauf mache und von meinem ersten Erlebnis mit dem Barttunik. Mit der Barttunik. 100% natural. Handmild. Dr. Carshop. Na, ich bin mal gespannt. Riecht jedenfalls auf jeden Fall sehr angenehm. Ich habe zwar gesagt, ein bisschen wie Erkältungsbad, Eukalyptus, aber nicht so streng. Aber ich finde eher, hat auch so eine leichte Zitronennote, bin ich der Meinung. Ich finde doch, auf jeden Fall Eukalyptus oder irgendwie Zitronennote ist mit drin. Steht das vielleicht da, was da drin ist? Nee, steht nicht da. Steht irgendwo, steht das. Mit Öl von... Ah, hier. Mit ätherischen Ölen von Rosmarin, Pfefferminz und Lavendel. Versorgt den Bart mit Nährstoffen, macht ihn geschmeidig und mild. Ach so, und mindert lästiges Jucken. Also ich habe keinen Jucken. Also könnt ihr mal unter das Video schreiben, ob ihr bei eurem Bart Jucken habt. Ich habe keinen Jucken in meinem. Ich habe auch keinen jetzt Vollbart. Ich habe jetzt nur so einen kleinen hier. Aber ich lasse jetzt hier unten ohne extra stehen, dass er ein bisschen füller kommt. So. Anwendung einmal täglich, ein-, zweimal in den Bart und die Haut drunter einmassieren. Okay, das machen wir morgen. Und dann mal gucken. Mal wieder was Neues im Kanal. Mal was anderes außer Technik und Dampfen. Jetzt kommen wir zum Bärten. Ich habe schon T-Shirts gemacht, Pullover gemacht. Ja, man muss ja auch nicht immer das Gleiche. Und ihr habt ja gefragt, was kann man nehmen für Bart? Ich will mir einen Bart stehen lassen. Hier, habe ich jetzt. Und wie gesagt, das, was ich euch in groß gezeigt habe, das sind ist ein kleinere Paket davon und das ist das größere Paket. Ja, das mittlere sozusagen. Und die werden wir auch noch in Videoform umsetzen. Und dann werde ich mal zu jedem noch ein einzelnes Unboxing machen, wo ich euch zeige, was genau drin ist.
Und dann werden wir mal einen Vergleich machen, welchen wir auf den Tisch aufbauen, in der großen, in der mittleren und in der kleinen. Dann habt ihr das besser im Überblick. Weil so Text lesen ist gut und schön, aber wenn man das so sieht, und also hier ist die Verpackung und das ist alles da drunter, das ist alles da drin, das ist da drin, das kostet so viel, das kostet so viel, dann nehme ich nicht die kleine, dann nehme ich lieber das mittlere. Ah, ich suche lieber eher was für das Badezimmer, ich suche was Schönes, was Edles, dann lieber das große. Das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. So Leute, ich verabschiede mich jetzt. Das sollte eigentlich jetzt auch nur das Vor-Unboxing gewesen sein. Haut darin, ahoi, sagt euer Odin.